Ich habe sie gefunden, Opa. Sie sind hier im Wasser. Oh. Das ist toll. Es zieht mich an sie. Oh. Oh je, Fitzi, lass es. Fitzi, Fitzi. Hör zu, du, den... Ja, ich spreche zu dir. Lass meinen Freund los, sonst gehe ich hin. Oh je, es hat angefangen, mich einzusaugen. Strudel, lass mich los. Hilfe! Opa, steh auf, die Köcherlarven sind in einen Wirbelwind geraten. Ich verstehe das nicht. Wirbelwind? Oh je, kleine Lilly, im Wasser gibt es keinen Wirbelwind. Offensichtlich sind sie in einen Raumsturm geraten. Ja, kann nur das sein. Sie haben sich teleportiert, mal hier, mal dort. Obwohl, es ist vielleicht ein Höllenfluss. Und wo kommen sie wieder vor? Das ist völlig unberechenbar. Dann folge ich Ihnen. Vielleicht ist das keine gute... ich fürchte, es ist zu spät. Was ist mit mir passiert? Mir ist schwindelig. Fitzi! Wo bist du? Und wo bin ich? Vom Höllenfluss gefressen. Ein Fluss, noch ein Flut. Höllenfluss. Und Fitzi? Dein Zwilling? Er wurde vom Wasser fortgeschwemmt. Wir konnten ihn nicht erwischen. Warum habt ihr ihn erwischen wollen? Wir wollten ihn aufessen. Aufessen? Aufessen. Wir fressen alles auf. Wer seid ihr? Wir sind die Kriebelmücken. Hört auf mit dem Herumlaufen. Lasst mich in Ruhe. Was tut ihr überhaupt? Wir halten eine Futterparty. Wir fressen alles, was wir sehen. Ich auch. Nein, überlasst mir auch was. Wenn wir erwachsen sind und hinausfliegen, gehört uns die ganze große Welt. Und wir saugen Blut. Ihr? Na, sicher. Wenn du uns nicht glaubst, schau hin. Sie sind schon Erwachsene. Also nehmen wir an, ihr werdet einmal auch so sein. Und bis dahin? Was macht ihr bis dahin? Bis dahin essen wir Algen, Bazillen, Schwebestoffe. Wir sind Indikatoren. Das heißt, wir leben nur im sauberen Wasser. Na gut, mir reicht's. Das Gedränge ist zu groß. Tschüss, ich gehe. Geh nicht. Bleib noch ein wenig. Jetzt an. Bleib noch ein wenig. Haut ab, lasst mich los. Endlich ein bisschen Ruhe. Was für eine Bande. Jetzt essen? Jetzt essen? Gar keine schlechte Idee. Ich nehme ein verfaultes Blatt. Aber wo steckt Fitzi? Ah, endlich haben wir Bild. Und hier ist auch Gamanda. Sie sind in einem Bach. Endlich, sie sind wieder da. Aber wo ist Fitzi? Er wird schon auftauchen. Sehen wir uns mit unserem Libellula um. Opa, eine Wassereidechse. Nein, das ist ein Feuersalamander.
Er gehört zu den Amphibien, ist mit den Fröschen verwandt, aber im Gegensatz zu ihnen hat er einen Schwanz. Wie die Molche? Mhm. Eben, der Salamander gehört auch zu den Schwanzleuchten. Allerdings ist sein Schwanz nicht so flach wie der Molche, sondern eher rundlich. Der erwachsene Salamander schwimmt nämlich kaum. Deshalb braucht er keinen ruderförmigen Schwanz. Er ist schon fast ein echtes Landtier. Er lebt im Wald und frisst auch dort. Nässe braucht er auch. Deshalb steckt er in der Hitze meistens unter Baumstümpfen und Steinen. Ah, wie lieb. Schlüpfen Salamanderbabys aus Eiern? Wenn du so willst, ja, aber noch im Körper ihrer Mutter. Wir dürfen auch sagen, dass der Feuersalamander lebend gebärend ist. Jungtiere kommen im Wasser auf die Welt und wachsen auch dort auf. Solange sie klein sind, schwingt ihre Kieme frei, wie die der Molche. Sie jagen auch Flohkrebse, Insektenlarven. Schau mal. Sie sehen den Feuersalamandern aber gar nicht ähnlich. Sie sind aber auch Feuersalamander, eben nur ohne die Flecken. Unter dem Wasser brauchen sie die gelb-schwarzen Farben noch nicht. Dieses Outfit ist nur an Land wichtig, weil dort ihre gefährlichsten Feinde leben. Die Vögel. Das gelbe Muster der Haut ist eine ausgezeichnete Tarnung auf dem Laub und die Farben vermitteln den Raubtieren gleichzeitig Nachrichten. Welche Nachrichten? Sowas wie friss mich nicht, ich bin giftig. Die Haut des Salamanders sondert ein giftiges Sekret ab und du kannst darauf wetten, dass die Vögel das genau wissen. Na sowas. Wenn seine Haut giftig ist, darf man sie wohl nicht anfassen. Man soll sie nicht anfassen, nicht weil sie giftig ist, sondern weil er unter Naturschutz steht. Wenn du ihn doch berührst, keine Panik, dir passiert nichts. Ich verspreche, dass ich ihm nicht wehtue. Aber jetzt sollten wir lieber nach Fitzi suchen. Okay. Dieses Blatt hat gut geschmeckt. Also so etwas Gutes habe ich lange nicht gegessen. Das leicht vergorene Maulbeerblatt ist das Beste. Einfach köstlich. Ich fühle mich voller Energie. Ich mache mich auf den Weg und suche Fitzi.